Mein Name ist Henry Frey, ich komme vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg und bin heute für das Projekt OSM et BB hier. OSM et BB steht für OER in der schulischen Medienbildung und wir haben eine Kooperation gebildet mit der Universität Potsdam, dem Zentrum für Lehrerbildung und der Evangelischen Hochschule, die Sozialpädagogen ausbildet, und haben weitere Partner im Boot, um das Gesamtpaket der Medienbildung in der Schule mit dem Thema OER in Kontakt zu bringen. Ziele des Projekts sind die Sensibilisierung für das Thema OER und die Stärkung der Medienkompetenz der Lehrenden. Und in dem Zusammenhang gehen wir in die Universitäten und in die Hochschulen, unterstützen dort die Lehre für die Ausbildung der Lehrer und der Sozialarbeiter und gehen aber auch in die Lehrerfortbildung, Schulmultiplikatoren, und gehen in die Schulen und unterstützen die Lehrenden selber bei der täglichen Arbeit. Die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist, dass das Thema OER in der Lehre und bei den Lehrenden noch nicht bekannt ist. Es gibt eine gewisse Angst im Umgang mit Lizenzen, und wir wollen aber das Thema positiv angehen und wollen halt aufzeigen, dass das Thema OER eine gute Möglichkeit ist, Lehrmaterialien zu erstellen, die eine größere Breitenwirkung erreicht und Synergien auch bereitstellen kann zwischen den verschiedenen Phasen der Lehrerausbildung. Das soziale Lernen ist ein Schwerpunkt von Professor Schädler von der Evangelischen Hochschule, und er bringt seine Erfahrungen aus seinen Projekten, die er mit Medienberatern und Sozialarbeitern in Schule gesammelt hat, mit ein, und die wollen wir dann auch übertragen in die Ausbildung der Lehrenden an der Universität bzw. in die Lehrerfortbildung. Und dort hat er also einen großen Fundus an Erfahrungen, die wir übertragen können und auf die wir aufbauen können. Das Land Berlin hat schon länger an dem Thema OER gearbeitet. Brandenburg war da bisher etwas zögerlich, und es ist uns gelungen, die Lehrerausbildung von der Universität Potsdam halt mit zu integrieren und auch das Projekt Medienfit, das sich um Medienbildung in der Grundschule kümmert. Und wir hoffen, dass wir da jetzt neue Impulse setzen können für das Land und auch hier das Thema besser bekannt zu machen. Im April 2017 können wir Lehrveranstaltungen an der Universität in Potsdam und an der Evangelischen Hochschule Berlin begleiten. Wir haben einen großen Fundus an Materialien aus Vorprojekten, sodass wir also einen guten Vorlauf haben, und sobald die Stelle besetzt ist, können wir also sofort in die Praxis gehen. Auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg gibt es eine Rubrik, die auch zu erreichen ist unter der kürzeren URL oer-berlin.de. Da sind aber nicht nur für Berliner OER-Projekte Informationen vorhanden, sondern eben auch über unser Projekt.